Herzlich willkommen zu unserer Online-Schulung. Ich bin Alexander Naroska und freue mich über Ihr Interesse an unserem heutigen Programm Wir sind Wohngesundheit. Selbstverständlich erhalten Sie im Anschluss auch ein Schulungszertifikat, welches bei Frau Manuela Lutz angefordert werden kann. Gerne beantwortet unser Experte aus der Produkttechnik die Fragen umgehend im Chat. Hier sehen Sie zunächst einmal unsere Agenda, für welche Sie sich angemeldet haben. Beginnen möchten wir mit dem Grundsatz. Was bedeutet überhaupt Wohngesundheit? Wohngesundheit bedeutet bzw. bezeichnet die Anforderungen an Wohngebäude im Hinblick auf die Gesundheit ihrer Bewohner. Darunter zählen viele Gebäudeklassen bzw. Gebäudegruppen und da spielt es auch keine Rolle, ob wir über einen Neubau reden oder eine Sanierung. Aber insbesondere zählen darunter Mehr- und Einfamilienhäuser oder zum Beispiel schulische Einrichtungen, welche für die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit unserer Kinder wichtig ist. Genau das Gleiche gilt natürlich auch für Kindergärten. In Krankenhäusern und Genesungseinrichtungen sowie Bürokomplexen. Auch Hotel- und Ferienwohnungsanlagen gehören dazu. Wichtig für unsere Gesundheit sind unter anderem erst einmal Ernährung und Bewegung, das kennen wir alle. Und unsere Lebensweise. Und unsere Lebensweise ist unmittelbar mit unserem Lebensraum verbunden. Und wir bieten Ihnen die Baustoffe, um die gesunde und richtige Bauweise zu verfolgen. Womit können Sie Ihre Kunden überzeugen, dass dieser überhaupt zu wohngesunden Produkten greift? Naja, erstmal ein gesundes Raumklima, welches ja heute Thema ist. Natürlich die schadstoffgeprüften Baustoffe sowie die verbesserte Raumluftumgebung. Auch die Gesundheit der Bewohner stehen im Fokus. Hierdurch kann zum Beispiel Asthma oder Allergien vorgebeugt werden. Alle wohngesunden Produkte sind geprüft und labelzertifiziert. Was das genau bedeutet, da reden wir gleich nochmal drüber. Nachdem wir jetzt wissen, was genau Wohngesundheit bedeutet, wollen wir nun einmal schauen, welche Schadstoffe in der Innenraumluft gefährlich sind und was dies bedeutet. Na, zunächst einmal sind die meisten Schadstoffe in der Innenraumluft unsichtbar. Es handeln sich da um gasförmige Stoffe und Partikel. Die sichtbaren Schadstoffe spiegeln sich wieder als Stäube, die wir alle kennen aus unserer Wohnung. Erkennbar sind diese allerdings meistens nur durch Geruch oder andere schlechte Wirkungen, zum Beispiel ein Kratzen im Hals. Gefährlich ist das, dass diese Gesundheitsschäden erst mit Verzögerung auftreten, wenn es eigentlich schon zu spät ist, um bauseits was zu ändern. Aber was sind überhaupt die häufigsten Raumluftverunreinigungen und was passiert, wenn diese Konzentrationen zu hoch sind? Zunächst einmal haben wir Kohlenstoffdioxid. Dieses kann zu Kopfschmerzen oder Konzentrationsschwierigkeiten führen. Kennen wir alle, wenn wir bei geschlossenen Fenstern, gerade im Winter, die, ich sag mal, Luft weggeatmet haben, folgt das tatsächlich zu Müdigkeit und Leistungsabfall. Hinzukommend haben wir das Schwefeldioxid, verursacht Atemwegsprobleme sowie gereizte Schleimhäute. Außerdem gibt es ein nicht ganz so bekanntes, das Formaldehyd. Das kann zu Allergien oder Augenreizungen führen oder auch wiederum zu Atemwegsproblemen. Hinzu kommen gibt es die VOCs oder hier betitelt mit TVOC. Die können das Nervensystem stören, Allergien hervorrufen oder sogar das Erbgut schädigen. Wie können wir die TVOCs auf ein gesundes Raumklima reduzieren? Das machen wir mit unseren Eco-Label-Zertifizierungen, wo wir gleich noch genauer darauf zu sprechen kommen. Diese werden somit auf 0,3 Milligramm auf einen Kubikmeter reduziert. Jetzt haben wir die ganze Zeit über VOCs gesprochen. Da wollen wir auch im Allgemeinen mal eben die Bedeutung von TVOC erklären. Wir haben VVOCs, die sehr flüchtigen organischen Verbindungen
und SVOCs, schwerflüchtige organische Verbindungen. Und wenn man die beiden VOCs zusammenzieht, dann gibt das die Summe sämtlicher organischer VOCs, die Total Volatile Organic Compounds. Aber was verursachen diese noch gleich? Ich wiederhole mich gerne. Diese führen zu Allergien, zu Reizung von Haut und Augen sowie zu Virusinfektionen, auch Atemwegserkrankungen und ein geschwächtes Immunsystem. Was machen wir vom Baumit dagegen? Naja, wir prüfen in- und extern, wir lassen zertifizieren und labeln und wir haben einen eigenen Viva-Forschungspark. Dieser hat außerdem externe Analysen durch Forschungspartner. Hier sieht man den einmal mit den unterschiedlichen Bauweisen, die wir auf jeder Baustelle vorzufinden haben. Wenn man sich das Haus dann oder eins der Häuser mal genauer anschaut, hier zu sehen, dann erfassen die alle 10 Sekunden Messdaten mit 33 Messsensoren je Haus. Wir haben 10 plus 3 unterschiedlich gebaute Forschungshäuser in Echtzeitvergleich. Gestartet ist das Ganze 2015 und wir dürfen uns Europas größten Forschungspark nennen. Selbstverständlich sind auch Laborforschungen wichtig, aber die Summe aus beiden ist noch wichtiger. Laborforschung versteht sich an Prüfwänden oder Prüfständen, die Sie alle kennen, oder statisch definierte Bedingungen. Diese Prüfungen sind kurz- oder mittelfristig, im Gegensatz zum Viva-Forschungspark, der Langzeitforschung betreibt. Wir haben eine realitätsnahe Gebäudeforschung und sind praxisnah und erlebbar, anwendbar und nutzerorientiert. Was wird dort gemessen in den Viva-Forschungspark? Ja, eine ganze Menge, wenn ich hier mal so schaue. Unten zu sehen, sieht man als allererstes mal die externen Analysen. Die werten die Messung über relative Luftfeuchtigkeit aus oder die bekannten VOCs, Geruch, aber auch Energieverbrauch und Feuchtesorption der Baustoffe. Und wenn Sie mehr über diesen Viva-Forschungspark erfahren wollen, dann scheuen Sie sich nicht, einfach auf unsere Internetseite zu gehen, unter Viva-Forschungspark im Reiter diesen anzuklicken, runter zu scrollen. Da gibt es super Videos, super Infomaterial. Ist auf jeden Fall interessant, mal gesehen zu haben. Wir haben gerade davon gesprochen, dass wir Labels zertifizieren lassen. Aber welche sind das eigentlich genau? Darunter haben wir einmal das ECO-Institut, welches einer der wichtigsten ist zum Zertifizieren. Wir haben allerdings auch das EC1 EMI-Code, den Blauen Engel, das Institut für Bauen und Umwelt, unseren besagten Viva-Forschungspark, aber natürlich auch Nature Plus. Und wenn wir uns hier einmal anschauen, welche gesetzlichen Anforderungen wir haben, muss man sich die Frage stellen, gut, woran erkennt man ein Produkt, ob es den gesetzlichen Anforderungen entspricht? Dafür gibt es die Qualitätslabel, unten rechts zu sehen. Auch wieder Nature Plus, der Blaue Engel und EMI-Code EC1. Diese werden von anerkannten Prüfstellen gelabelt. Zum Beispiel das ECO-Institut. Das ECO-Institut zertifiziert seit über 30 Jahren. Produktkategorien, Bodenbeläge oder unsere Sparte, gerade Bauprodukte, sind damit drin. Die Verbraucher können die Informationen zum Labeln kostenlos auf die Webseite abrufen und Schwerpunkte der Messung auf VOC, Weichmacher und Schwermetalle sowie Pestizide fallen darunter. Hinzu kommt, haben wir das EPD, Institut für Bauen und Umwelt. Dieses beinhaltet Angaben zum Lebenszyklus eines Bauproduktes, Ökobilanzkennwerte sowie Prüfergebnisse für eine Detailbewertung. Auch hier drunter wieder zum Beispiel die VOC-Emissionen. Label bieten Sicherheit. Und bei uns sind es über 70 erfolgreich geprüfte Produkte alleine am ECO-Institut. Diese werden jährlich einer Konformitätsprüfung unterzogen und werden alle 2 Jahre neu geprüft. Auch hier wieder
Die TVC-Konzentration ist kleiner als 0,3 Milligramm den Kubikmeter. Über den europaweit größten Forschungspark mit der Fremdanalyse von der IBU, der FH Burgenland und der Medizinischen Universität Wien hatten wir bereits gesprochen. Und genau deswegen können wir sagen, dass wir Wohngesundheit sind. Aber welche Vielfalt bieten wir alleine bei unseren Klimakalkputzprodukten? Das sind einige. Erstmal, wo findet man diese? Zunächst einmal natürlich in unserem Produktkatalog oder zum Beispiel in der hier aufgeführten Broschüre, welche Sie von Ihrem Außendienstfachberater bekommen können oder auch über baumit.de. Auf der rechten Seite sehen wir das ein oder andere Produkt, welches wir jetzt näher erläutern möchten. Klimakalkputze. Da haben wir einmal den Klimaspeed. Dieser ist sogar befließbar oder einlagig verarbeitbar. Er bietet einen schnellen Baufortschritt und hat eine einfache Verarbeitung. Hinzukommend ist der Klimaleicht. Auch dieser ist befließbar, besonders ergiebig und hat ein sehr feines Filzbild. Der KP35 und der KP37 sind ebenfalls befließbar und komfortabel zu verarbeiten. Wir haben hier eine wohnklimaregulierende Wirkung und wieder eine feine Filzstruktur. Darüber hinaus gibt es unsere Weißen. Darunter zählen zum Beispiel der EST01 oder der EST00. Auf den EST00 werden wir gleich nochmal extra eingehen. Was den EST01 betrifft, kann man sagen, dass er brillant weiß ist. Vielseitig gestaltbar und auch außen einsetzbar. Der KP36W ist wohnraumregulierend, ist auch wirklich schön ohne Anstrich, darf man sagen. Dieser ist auch außen einsetzbar und wiederum befließbar. Dann haben wir die Sparte, die wir unsere Glättweißen nennen. Darunter zählt jetzt zum Beispiel der vorher angesprochene EST00. Dieser ist ebenfalls außen einsetzbar, brillant weiß, bietet eine mattglatte Oberfläche und ist vielseitig gestaltbar. Der Klimaglätt W ist gerade für die historische Sanierung geeignet und ist auch schleifbar. Natürlich gibt es das Ganze auch noch in der pastösen Form, zum Beispiel unseren Klima-Finish auf Kalkbasis, welcher eine hochwertige und glatte Oberfläche bietet. Er ist für eine Vielzahl von Untergründen, zum Beispiel Kalk- und zementhaltigen Putzuntergründen oder auch Beton, Porenbeton, wie auch Gipskartonplatte geeignet. Wir sehen hier vorne ein paar pastellige Farben. Die gibt es allerdings in rund 382 pastelligen Baumitlife-Farbtönen, welche Sie mischen können. Dann haben wir den Klimadekor, welcher drei Körnungen bietet. Er ist in rund 150 pastelligen Baumitlife-Farbtönen verfügbar und ist ebenfalls auf Kalkbasis. Geprüft wohngesund, wie alle unsere Klimaprodukte, und hochwertig und bietet sehr glatte Oberflächen. Nun wollen wir einmal schauen, Klimakalkputzprodukte und Gipsputze. Welche Vorteile haben wir dort? Ja, man kann schon sehen, Gipsputze hat seine Vorteile, Klimakalkputze allerdings mehr. Und hier sind längst nicht alle aufgeführt. Kann man sogar sagen, dass Gipsputze sind natürlich baubiologisch unbedenklich, feuchtigkeitsregulierend, sind aber nicht wasserabweisend. Einlagig ist ein großer Vorteil und minimiert die Rissgefahr. Klimakalkputze sind feuchtraumgeeignet, antistatisch, also sie ziehen keine Schmutzpartikel an bzw. Schadstoffe, was ein sehr großer Vorteil ist für die wohngesunde Bauweise, nimmt schädliche Schwefeldioxide und CO2 auf. Wir haben ja vorhin schon einmal gehört, was diese verursachen können. Und dieser ist bei gutem Lüftungsverhalten, circa unter 70% Luftfeuchtigkeit, weniger schimmelanfällig als ein Gipsputz. Jetzt werden viele sagen, ja, aber.
Ja, aber Gipsputz. Gipsputz ist einlagig möglich. Gipsputz ist öfter im Leistungsverzeichnis ausgeschrieben. Und warum sollte der Bauherr überhaupt mehr Geld für Kalkprodukte ausgeben wollen? Da dürfen wir ganz klar sagen, dass Klimakalkputze ab jetzt auch einlagig möglich sind. Und auch diese werden, wie wir gleich noch sehen werden, in Leistungsverzeichnissen ausgeschrieben. Da jeder wohngesund leben möchte, ist die Nachfrage nach Kalkprodukten immer höher. Aber wie und warum ist das so? Wie und warum? Sie werden immer häufiger in Leistungsverzeichnissen ausgeschrieben. Gesünder Wohnen und Leben ist nun mal die Zukunft. Gesünder Wohnen wird immer richtungsweisender und Menschen werden immer gesundheitsbewusster. Und wie dieser Putz einlagig möglich ist, wie gerade angesprochen, wollen wir jetzt schauen. Dieses machen wir mit dem Klima-Monofilz unter dem Motto: Jetzt wird's einlagig. Die neue Generation von Kalkputzen Klima-Monofilz. Dies ist der erste einlagige Kalkputz zum Filzen im Innenbereich. Er ist früher befließbar als andere, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, und ist oberflächenfertig am gleichen Tag. Das muss man sich mal vorstellen. Also wir fangen eine Wand an und können die bis zum Schluss bearbeiten und am nächsten Tag mit einer neuen Wand bzw. neuen Raum anfangen. Er ist effizient durch Zeitersparnis dank CMP-Technologie und falls gewollt am nächsten Tag weiter bearbeitbar. Er bietet ein sehr schönes Filzbild. Wie das Ganze aussieht, sehen wir hier einmal und kommen daraufhin zu den technischen Daten. Wir haben hier ein A1, nicht brennbares Produkt, ein Leichtputzmörtel der CS2-Klasse. Die Anwendungsgebiete sind natürlich gerade oder sind im Innenbereich auf allen üblichen Mauerwerken. Natürlich können dieses Produkt auch auf Beton oder auf Mischmauerwerk mit entsprechender Vorbehandlung verarbeitet werden. Als Fliesenuntergrund ist dieser ebenfalls geeignet, dank CMP-Technologie und gleichbleibender Schichtstärke ist dieser bereits nach 5 anstatt 15 Tagen befließbar. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass wir ein Zeitersparnis von 10 Tagen haben. Natürlich ist dieses Produkt auch perfekt für die wohngesunde Sanierung. Warum spreche ich das an? Ganz einfach, weil Sanieren immer wichtiger wird. Kaum einer kann sich noch ein teures Grundstück leisten oder ein neues Einfamilienhaus bauen und deswegen wird immer mehr in die Sanierung investiert. Und die Wand, die Sie da im Hintergrund sehen, die lässt sich an einem Tag fertig bearbeiten. Deswegen für alle sanierenden Untergründe, gegebenenfalls natürlich mit Vorbehandlung. Die Räume lassen sich innerhalb eines Tages filzen und dadurch entfallen natürlich Rabotierarbeiten. Diese sparen beim Einfamilienhaus bis zu einem ganzen Tag, was echt eine Menge ist, ein. Am nächsten Tag, wie vorhin schon angedeutet, weiterer Aufbau möglich, falls man eine glatte Oberfläche haben möchte. Wir haben eine nachhaltige Rohstoffversorgung. Hier sehen Sie die je nach Untergrund zu benötigten Vorbehandlungsmittel. Aber da stellt sich natürlich erstmal die Frage, wie bewerten wir den Untergrund oder wie gehen wir vor bei Untergrundsprüfungen? Untergrundsprüfungen von Putzflächen nach VOB Teil C ATV DIN 18363 bei Maler und Lackierern sowie 18350 für Putz- und Stuckarbeiten. Hier sehen wir einige Möglichkeiten, einen Untergrund zu prüfen, zum Beispiel auf Ruhstellen oder Saugverhalten oder auf die Kreidung des Untergrundes. Darüber hinaus gibt es, um allgemeine Untergrundprüfungen anzusprechen, natürlich auch noch mehrere Sachen. Oberflächenfestigkeit oder gerade im Außenbereich Moos, Algen und oder Pilzbefall, muss man ganz klar sagen. Die Ebenheit spielt eine Rolle und natürlich die vorhandenen Beschichtungen. Wie tragfähig sind diese? Zudem gibt es natürlich auch noch den schon angesprochenen, die Saugfähigkeit.
Hier gibt es natürlich auch noch einen Tipp für die Anwendung. Und zwar würden wir empfehlen, frisch in frisch zu arbeiten. Was bedeutet das? Man legt vor, allerdings nicht komplett, sondern ja, sprenkelt die Wand mehr oder weniger ein. Dieses dient für einen besseren Saugausgleich, da die Wand beim ersten Frisch-in-Frisch-Gang schon anfängt zu saugen. Und man kann natürlich im gleichen Zug auch die Konsistenzfindung besser einstellen. Wenn wir jetzt mal so zurückblicken, welche Vorteile bietet also der Klimamonofilz? Er ist erstens anwendbar im ganzen Haus, wie schon angesprochen, Brandschutzklasse A1, also nicht brennbar. Er hat eine sehr gute Ergiebigkeit von 2,6 Quadratmetern pro 25 Kilo Sack bei 10 mm Aufschlagstärke, ist auf allen üblichen Untergründen anwendbar und natürlich wohngesund sowie Ecolabel zertifiziert. Natürlich gibt es Leistungsverzeichnisse, wo dieses auch gewollt ist. Allerdings sind die üblichen Leistungsverzeichnisse von Innenputzarbeiten noch auf Unterputz und Oberputz konzipiert. Was bedeutet, dass wir zwei Lagen Putz benötigen. Hier ist zum Beispiel die Rede von einem Mischmauerwerk, Kalkputz für Innen- und Feuchträume. Gefordert ist ein ausschließlich wohngesundes Produkt. Ausgeschrieben wird hier der Kalkputz Klima Leicht von der Firma Baumit oder zum Beispiel bezüglich Kalkputz Klima Leicht gleichwertig. Das Gleiche haben wir natürlich beim Oberputz und dann steht hier ganz schön gefilzt bis 1,2 mm Körnung. Und jetzt kann natürlich euer Vorschlag sein, ey, ich habe doch da mal im Vortrag irgendwas gehört vom einlagigen Klimaputz, dann würde ich an eurer Stelle den Vorschlag erbringen, wir bieten den Klimamonofilz an, damit haben wir die Wand in einem Tag fertig, das Bauvorhaben geht schneller voran und welche Vorteile dies für Sie und für die ausschreibende Stelle außerdem bietet, sehen wir hier. Ist natürlich eine Win-Win-Situation. Sie haben mehr Zeit und können mehr Baustellen annehmen bzw. abarbeiten. Der LV-Auftraggeber bzw. Auftraggeberin kann mit kürzerer Zeit für die Fertigstellung planen, was gleichzeitig auch bedeutet, Bauvorhaben schneller fertig, gleich schnellere Mieteinnahmen, wenn es sich um ein Mietobjekt für die Zukunft handelt. Natürlich seid ihr durch die einlagige Arbeit günstiger als die Mitbewerber und habt somit natürlich auch viel bessere Chancen, den Auftrag zu bekommen. Und wie das in der Beispielrechnung aussieht, sehen wir hier. Wir haben natürlich hier einmal die Unterputzarbeiten, wie gerade angesprochen, mit dem Klima leicht, in der Schichtdicke von 13 mm, Q2 bearbeitet, ein Zeitaufwand kalkuliert von 18 Minuten pro Quadratmeter. Das liegt natürlich immer an den Verhältnissen auf der jeweiligen Baustelle und der Mannstärke, die vor Ort ist. Das Gleiche haben wir hier nochmal beim Oberputz. Der Zeitaufwand hier zu kalkulieren 14 Minuten pro Quadratmeter fein gefilzt. Dies wird natürlich erschlagen durch den Klimamonofilz, da wir einen Zeitaufwand kalkuliert haben für einen einlagigen Kalkputz von 24 Minuten pro Quadratmeter in einer Schichtstärke von 15 mm. Wie sieht das ganz genau aus? Wir haben hier ein Zeitersparnis von 8 Minuten pro Quadratmeter. Wenn wir uns vorstellen, wir haben eine Baustelle abzuarbeiten mit ca. 500 Quadratmetern, dann sprechen wir echt schon vom Zeitersparnis von ca. 65 Stunden, also schon echt eine Menge, in der man bei anderen Baustellen vorankommen kann. Ja, was ist das Fazit vom Klimamonofilz? Natürlich ist dieser wohngesund, schnell verarbeitbar, spart Zeit und somit natürlich auch Geld. Wir haben weniger zeitaufwendige Teile und können somit mehr Bauvorhaben realisieren und annehmen. Ausschreibungen sind, wie gerade schon durchgerechnet, eher für sich zu gewinnen. Nun haben wir die ganze Zeit über CMP-Technologie geredet. Und das wollen wir hier einmal kurz erklären. Wir haben eine gezielte Steuerung der einzelnen Mineralphasen bzw. Parameter und trotz allem eine hohe Anwendungssicherheit.
Der Parameter bei Klima Monofilz muss man sich so vorstellen, im Hintergrund an dem DJ-Pult, wo die Mineralphasenparameter nach oben geschoben wird, im roten hier zu sehen, welches eine Erhärtungsgeschwindigkeit von 70% schnelleren Ablauf bietet. Und dennoch ist dieser Verarbeitung sicher. Kurz erklärt zum CO2-Einsparpotenzial durch CMP-Technologie. Naja, wir sparen erstmal CO2 ein bei der Bindemittelherstellung. CO2 sparen wir ein mit effizienteren Bindemitteln sowie auch durch den Transport und der Logistik. Einsatzmöglichkeiten. Wir haben vorher bereits über die Eco-Institut-zertifizierten Produkte gesprochen. Nun wollen wir darauf eingehen, wo wir diese über 70 Produkte eigentlich einzusetzen haben. Hier kann man ganz schön sehen, das ist tatsächlich vom Boden bis zur Decke, egal ob Kalkputze oder Kalkzementputze, Antischimmelsysteme, Estrich und Boden ist mit aufgegriffen und natürlich auch die Sanierprodukte wie auch Gipsputze. Die sehen Sie noch einmal hier. Zudem kommen wir zu den zweiten Stellen der Produkten. Auch Mauermörtel spielen hier eine Rolle. Und selbstverständlich unterstützen wir auch junge Profis. Hier ein kleines Beispiel, wo wir euch gerne unterstützen. Das sind unter anderem technische Zusatzinfos, Detailzeichnungen sowie Dübelmengenberechnungen, aber auch WTA-Sanierbriefe und vieles mehr. Darüber hinaus haben wir Designs oder Tools sowie Kalkulatoren, die Sie anfordern können. Marketingauftritte können wir begleiten und wir haben natürlich auch Strukturen und Farben sowie Muster. Alles zu finden auf Baumit unter Service und Produkte, aber selbstverständlich auch über Anfrage über den jeweiligen Außendienstfachberater. Hinzu kommen wollen wir ganz gerne noch andeuten, dass dieses Jahr die Bau nach langer Corona-Pause wieder ansteht. Und wir würden uns freuen, wenn Sie vom 17. bis zum 22. April 2023 mit uns an dem Stand kommen und heiße Diskussionen führen. Falls Sie jetzt im Anschluss noch Fragen haben, dann können Sie diese gerne im Chat stellen, sodass wir diese noch beantworten können. Im Allgemeinen gilt natürlich, dass Sie jede Frage an Baumit über die Webseite stellen können oder natürlich auch über den jeweiligen Außendienstfachberater. Und dann heißt es, falls keine Fragen mehr sind, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiederschauen.